Guten Morgen, liebe Checker-Freunde. Wir haben ja den neuen ID.7 zum Testen. Jetzt habe ich ihn extra über Nacht draußen stehen lassen, um mal zu schauen, wie viel Prozent Leistung wir gehen. Akku. Da sieht man Setup-Display, wie es da noch macht. Ne? Jung. Wir haben minus 3 Grad. Wie lange er denn braucht, bis er komplett frei ist, dass wir fahren können. Einfach mal so ein kleiner Test. Deswegen würde ich sagen, ich drücke jetzt hier unten mal drauf. Zack, dann willkommen. So, und dann, gut, dass wir zwei Handys haben. Und dann drücken wir einfach mal Start und drücken hier Klima, Start und los. Und dann hier nach oben. Was ist los? Oh, das ist hier gedrückt. Jetzt da oben natürlich komplett rot. Was wir natürlich auch machen können ist, wir können Standzeit programmieren, also Klimaanlage bzw. Standheizung. Anmachen mit Sitzheizung, Temperatur und dann können wir hier den Timer angeben. Wann soll er denn? Dann können wir hier rüber auf Pfeil und sagen, wann soll er denn angehen mit der Uhrzeit und an welche Tage und dann hier oben wiederholt oder einmalig, ja, an welchen Tagen. Und wenn man das Auto danach ausmacht, müssen wir es aktivieren, sonst geht es nicht an. Ja? So. Und dann Temperatur natürlich noch dazu einstellen, Sitzheizung, Lenkradheizung. Ja. Dann haben wir immer noch 31%. Oh ja, und da kommt schon warm. Jetzt können wir noch die Sonnenblenden hochklappen, dass sich die Wärme staut. Ich habe so geschätzt 2 bis 3 Minuten. Zack. Und frei. Das waren jetzt knapp 2 Minuten. Perfekt. Es kommt auch schon richtig schön warm. Hier an der Seite kommt auch schon warm. Ja, ist auch. Ja, fast schon frei. Also gut 2 Minuten 20. Das können wir stoppen. Das ging ratzifatzi. Gehen wir wieder runter. Das ist schon cool gemacht, ne? Kann ich hier dann auch das bewegen, wo die Wärme hin soll. Oder ich habe feste Punkte, Bauch- oder Schulterbereich mit der Klimaanlage. Das ist schon cool. Touch endlich beleuchtet. Danke VW, den Slider. So, hat uns 1% Akku gekostet. Von dem her, aber alles frei. Hinten Heckscheibenheizung habe ich jetzt noch nicht angemacht, das können wir noch machen. Und ja, wollte euch nur mal zeigen, wie schnell das geht bei minus 3 Grad. Ja, wenn es dann 5, 6 Grad hat, dann wird es wahrscheinlich eine halbe Minute, Minute länger dauern. Aber so haben wir mal einen Richtwert, gute 2 Minuten, das ist mega stark. Wir haben aber auch natürlich die Wärmepumpe etc. mit dabei. Ne? Aber da heizt schon schnell, das finde ich gut. Ich habe jetzt eigentlich nicht frieren müssen. Ha! Und wir haben natürlich Lenkradheizung Serie. Sitzheizung vorne auch Serie. Das war's. Schaut euch die anderen Videos an. Hauptreview, Systemvideo, Assistenzsystemvideo. Dann noch LED-Matrix, Ambientebeleuchtung. Dann wie das Licht hinten, die Animation leuchtet. Haben wir schon ein paar schöne Videos gemacht. Sprachvideo. Ja, Verbrauchsvideo. Aber schon schick. Also, das war's. Macht's gut. Ciao.